Can't touch this. Can't touch this. Genau, kennt ihr den Klassiker? Hat mit dem Spiel, das wir jetzt zocken, überhaupt nichts zu tun, weil das, was wir spielen, das heißt Can't Drive This. Also. Und das ist so ein Partykracher-Spiel. So ein Party-Rennspiel. Ja, ob's ein Kracher wird, sehen wir ja dann. Ja, genau, das müssen wir jetzt gucken. Der Pimmel und ich, wir schauen uns das an. Can't Drive This ist, glaube ich, seit heute draußen. War eine Zeit lang bei Steam Early Access oder Early Access-Version auf jeden Fall. Es ist jetzt draußen für alles außer Nintendo Switch. Und man kann es mit bis zu 4 Leuten spielen. Wir zocken es jetzt nur mit bis zu 2, ne? Abstandsregelungen und all so ein Kram so ein bisschen. Und deswegen legen wir jetzt einfach mal los. Can't Drive This, du bist der Federführende hier. Ja, ich hab mir den ersten Controller geklaut. Zack, rein. Online können wir nicht, deswegen lokal. So, ich bin Roti McRotmann. Ich gehe jetzt mal hier rüber auf den Bildschirm. Man kann sogar die Betonklötze hier wegfahren. Egal. Okay, du Betonklotz. Ich fahre dich gleich mal weg. Kann ich dich wegfahren? Oh, die sind aber schon ganz schön schwammig, die Dinger, ne? Ja, schon. Okay, aber links, rechts mal einfach eingestellt, was auch immer das bedeutet. So, was machen wir jetzt hier? Yardage. Wir haben es bis jetzt noch nicht gespielt, ne? Yardage und Game of Thrones. Machen wir erstmal Yardage und Game of Thrones, schauen wir uns dann gleich an, oder? Wir machen das ganz. Wir könnten uns auch die Info anzeigen lassen, aber hey, zu spät. Wir sind Spieleredakteure. Wir machen das, okay, also ich darf fahren. Und du musst bauen! Wieso? Ich habe nach rechts gebaut, nicht ja, nach links. Ja, sehr gut gemacht, ne? Sag mal, Moment, da ist wieder die Frage. Wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das Auto, das die Richtung vorgibt oder die Kurve, die sagt, ich muss da langfahren? Machen wir nochmal. Nein. Wir machen nicht die Rollenwechsel. Review. Was? Fernsehbeweis. Was zuerst da war. So, ich fahre nach dir. Das ist ja krass schnell. Ja, scheiße ist das schnell. Ich fahr mal langsamer. Straßen okay? Unbenutzt. Was auch immer das bedeutet. Ich fahr mal langsamer. Nee, du baust wieder das Gleiche. Du musst mich immer überraschen. Okay. Wie bei meinem Sexleben. Oh, jetzt weiß ich nicht, wo es lang geht. Oh, da baut er langsam. Das war falsch. Was ist das denn hier? Pirmin. Pirmin. Das wollte ich nicht. Es war schon fast... Es war zu überraschend. Das hätte ich bei dir auch so gemacht. Es war zu überraschend. Ach, du kannst schon vorbauen, während ich noch gar nicht fahre. Ich seh nix! Ich seh nix! Hä? Wo bist du denn? Ich hab nichts gesehen! Okay. Wir haben, wie viele Teils haben wir bis jetzt geschafft? Wie viele Straßen? 5, glaube ich. Ja, das ist das Maximum. Okay. Das ist strange, was du hier baust, aber okay. Ich fahre hier im Kreis. Ja. Und du baust hier irgendein super tolles. Oh, es waren Speed-Dingens! Das sind Speed-Dinger, die du da baust, ne? Ja. Alter! Noch! What the fuck? Oh. Wenn man stehen bleibt, explodiert man nämlich. Ey, das ist ein Highscore! Wir müssen nochmal machen. Okay. Es ist gut. Das war schon richtig gut. Speed-Ding, du darfst bloß vergessen, diese Speed-Traps, die zerbumsen mich. Ja, ich habe ja keine Wahl, was kommt. Das ist ja... Ach, du hast keine Wahl? Du kannst dir das nicht aussuchen, nee, oder was? Nee, ich muss bloß in den richtigen... Okay, hier sind Boxen. Ich fahr durch. Ja, das war falsch rum. Nein! Ich krieg das wie Tetris vorgegeben, muss das ganz schnell drehen und irgendwie hinwerfen und hoffen, dass es passt. Ey, ich möchte nie deinen Teil spielen. Das ist ja grauenhaft! Wir können ganz schnell Rollen wechseln. Nein! Aber ich habe gerade mega Schiss vor, weil ich glaube, du hast echt den weitaus anspruchsvolleren Teil. Während ich, Depp, muss ja einfach nur dumm rumfahren. Vor allem, ey, schon wieder das mit der Kamera. Das geht nicht. Das zweite Mal, wenn ich um die Kurve baue und du nach oben fährst, dass ich mit der Kamera nicht runter kann und nicht weitergehen kann, sondern erst wenn du da bist, dann fällst du runter. Liebe Entwickler, wie lange wart ihr jetzt im Early Access? Okay, du hast gut vorgebaut, ich gebe Gas. Wo sehe ich denn, ob ich jetzt zu langsam fahre oder nicht? Wo soll ich hin? Nach oben. Okay, jetzt kommt wieder, du musst bauen. Nein. Scheiße, jetzt bin ich ins Wasser. Das Wasser war richtig. Die Kurve dahinter war falsch. Okay, lass uns mal Rollenwechsel machen. Okay. Scheiße, was muss ich denn jetzt machen? A ist bauen und drehen. Warum geht die Kamera nicht nach vorne? Ja, ganz genau. Und schlimmer wird's nach hinten dann noch. Scheiße, wie drehe ich überhaupt? Ja, ist vorbei. Ach so, mit dem. Nee, ist Bumper. Vorbei. So, und dann explodierst du. Ja, wenn man nicht weiterkommt. Okay, mit den Bumpern drehe ich. Das darf ich nicht vergessen. Okay, das ist echt... Machen wir nochmal. Ja, klar. So, hier aus dem Weg mit den Pylonen.
Wo sehe ich denn überhaupt, welche Teile es gibt? Gar nicht, das kommt out of nowhere. Nein, nicht ins Wasser. Das Wasser war falsch. Ich sehe nichts. Wieso sehe ich? Nicht ins Wasser! Das Wasser ist immer falsch. Aber ich könnte ja ans Wasser anschließen. Okay, gut. Ich verstehe langsam, worum es geht. Was ist das denn? Einmal einlochen, Fahne mitnehmen. Nein, 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 nein. Was denn? Hey, das lag jetzt nicht an mir, nee, ne? Das war zu langsam. Ich bin gegen den Ring geflogen und dann... Ich hatte gerade die geilste Strecke der Welt gebaut. Ja, war nicht schlecht. Ich baue einfach immer geradeaus. Nein. Ich bin schon weg. Ja, natürlich. Natürlich, hey. Anfängerfehler. Hey. Es ist schwierig, ne? Weil die Kontrolle ist schon so ein bisschen schwammig bei dem Spiel, wenn man hier selber fahren muss, ne? Ja. Ja, okay. Kannst du irgendwo links und rechts so kurz was anbauen? Irgendwo? Hey, fahr doch mal darüber. Ja, das zu, das Wand. Da ist auf einmal zu. Da ist dann auf einmal Wand, wenn man es gerne braucht. Hey, wir müssen doch unseren Highscore jetzt schlagen. Was hatten wir? 1006. Ah, stimmt, oben links. Das müssen wir jetzt, muss drin sein, Permi. Das müssen wir nochmal hinkriegen. Vollspeed. Na, ey, ja, Vollspeed. Du bist gut, ey, du Knackwurst. Was ist das denn? Schnell, ja, du musst jumpity jumpen. Was ist das denn? Hey, wo bist du denn? Ich wurde weggehauen von so einem... 666, die Nummer des Teufels. Oh Gott, Pyramid, das heißt nichts Gutes. Ich werde in der Hölle schmoren. Komm ich hier hin. Ich hasse die Kurven. Die zerbumsen einen. Aber ich fand die Turbofelder auch echt böse, vor allem, weil wenn du nicht weißt... Ich weiß nicht, was ich da gebaut habe, was dieses gelbe Dömmel... Ja, das ist... Nein! So. Wie kann ich denn was wegmachen? Wie kann ich gar nicht. Das ist fest ist fest. Ja, okay. Glaube ich zumindest. Versuch mal B oder so, wenn du drauf fährst. Ist zu spät. Das Gelbe ist das Mini-Golfloch. Das ist so ein Hügel in der Mitte mit einer Fahne. Die kann ich dann umfahren, okay. Die Fahne. Aber an sich ist es nur nervig, weil du da links und rechts runterfällst. Wir machen erst den nächsten Modus, wenn wir 1006 haben. Was ist, wenn wir 1007 haben? Nein! Du schaffst es, Pirmin. Was immer das ist, was ich da gerade gemacht habe. Wasser und Schanze? Fahr, fahr, fahr. Nein, nein. Ich bin da. Okay. Jetzt kommt hier so eine Dampfrolle. Alter Falter, das wird sowas von fucking super. Schneller, schneller! Das waren drei Boostfelder hintereinander. Ja, es tut mir leid. Aber... 1531, sehr gut. Dann haben wir das mal hinter uns gebracht. Das ist echt so ein bisschen crazy fucking Auto-Tetris. Ja. Ne? Ich fand's lustig. Also an sich ist lustig. Ich fände es, glaube ich, cooler, wenn irgendwo steht, welche Teile kommen. Ja, genau. Wenn man sehen könnte, was für Teile da kommen. Schwierig, aber es ist interessant. Ich finde es jetzt optisch nur nicht wirklich richtig gut, muss ich sagen. Es sieht so ein bisschen sehr zweckmäßig aus, ne? Ja. Vor allem, klar, du schwebst auch überall in der Luft über so einen ewigen Abgrund des Meeres, keine Ahnung. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn man zu viert spielt? Ob dann zwei bauen und zwei fahren? Oder gegeneinander? Oder nur einer baut und drei fahren? Das wäre interessant. Das wäre krass. Geh mal auf Modus ändern. Sehr gerne. Lass uns mal Game of Drones machen. Ah, ne, ich baue wieder. Was? Okay. Okay, du musst, glaube ich, da so Sachen einsammeln. Ah, du musst die du musst immer so hinbauen, dass ich da zu diesen Dingern komme. Die Frage ist bloß, wo ist das nächste? Ja, das weiß ich auch nicht. Du baust einfach mal. Ja, wir bauen einfach mal. Okay, gerade kriege ich nur gerade Teile. Super. Ja. Aber wir müssen irgendwie zu Homo. Das ist eine Drohne. Das ist eine Drohne. Das ist eine Drohne, ja, ich weiß, ich sehe diese Drohne. Was ist das denn jetzt? Das ist. Die Drohne hat mich zerbumst. Okay, wir hatten eins von zwei, aber wo ist das zwei? Ich fahr mal nach links. Kannst du mit der Drohne irgendwas fahr mal gucken? Okay, oder die Drohne folgt dir. Jetzt folgt die Drohne. Ich glaube, die Drohne ist böse. Da ist das zweite Teil. Level 1 geschafft. Okay, das finde ich jetzt schon cooler irgendwie, weil man hat ein Ziel, worauf man hinarbeiten muss. Aber hat die Drohne dich abgeschossen? Ja, die Drohne wirft so Sachen runter. Heißt eigentlich von der Drohne wegbauen, dass die dich nicht abwirft. Ja. Da ist eins und da hinten. Genau. Ah,
Hi, fahre. Siehst du denn die Drohne irgendwie? Wird dir die angezeigt? Ja, ich sehe sie rumfliegen, aber gerade ist sie nicht da. Jetzt kommt die Drohne, jetzt sehe ich sie wieder. Nach oben. Nach. Ja, das ist gemein, dieses Drohnenschwein. Finde ich, ich weiß eine gewisse Anzahl an Leben, glaube ich, weil jetzt ist sie wieder da, jetzt sehe ich nichts. Ich habe keine Ahnung, was hier Phase ist, weil hier ist... Aber wir sind jetzt da! Schön! Bam! Aber was ist mit diesem Nebel auf sich? Legst du selber diese Nebelfelder? Nee, die kommen auf einmal. Also, das ist auf einmal, also du siehst, auch wenn du da hinbaust, die sind da schon da. Nee, die kommen danach, aber ich setze jetzt keinen Nebel. Okay. Da kann ich nicht. Aber dann fahren wir oben lang. Durchs Wasser, dann kühlst du auch ab. Aber das ist ganz gut, man kann tatsächlich ruhig auch mal irgendwo anrempeln. Jetzt weiß wo bin ich denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich bin auf jeden Fall jetzt unten. Jetzt war wieder die Steuerung. Drei Versuche hat man, glaube ich. Nee. Fahr einfach den gleichen Weg nochmal. Ja, ich versuche. Ah, sie hat was abgeworfen, wollte mich killen, hat mich aber nicht erwischt. Bis jetzt läuft's bei mir, ich weiß bloß nicht, wo ich lang muss. Nach oben, ich sehe nichts. Du hast es fast. Geradeaus. Doppel-S-Kombination und dann hast du es schon. Ja, Mann. Easy, Level 3 geschafft. Wir fahren direkt mal unten lang. Ja, da sind schon welche Sachen, aber die sind ein bisschen weiter weg. Du machst einfach. Ich vertraue blind auf dich. Zumindest, wenn Nebel da ist. Sehr gut, Pirmin! Ich geb Gas! Pirmin, geradeaus, du kleine Maus! Ich bin im Wasser, Pirmin! Wo geht's weiter? Ich hab nach unten gebaut. 3 von 4 haben wir. Ich glaube, wir müssen eher nach unten links. Ich glaube, eher nach unten links. Ja, okay, ich fahr los. Ich sehe dich. Ja, ich fahr blind. Nein, du fährst runter. Der Weg ist gebaut. Okay. Ach so, wir haben 3 Leben. Okay. Gut, ich würde sagen, wir kommen mal zum Ende von Can't Drive This. Was ist denn dein Eindruck so? Also, es ist, glaube ich, ganz lustig für zwischendurch, aber es ist noch ein bisschen hektisch. Das mit dem Bauen, ich finde gerade beim Bauen die Steuerung so ein bisschen schwammig. Ja. Die Kamera ist nicht immer gut, du weißt nicht, welche Teile du bekommst. Absolut. Es kommt garantiert, wenn man weiß, welche Teile es gibt, läuft garantiert besser. Mhm. Ich weiß, das ist das Boostfeld, ich weiß, das kann ich so und so hinbauen. Das war jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Ich würde mir auch wünschen, dass wenn man der Bauer ist, dass quasi die Kamera zoomt nicht weit genug raus manchmal und ist mehr so auf den Fahrer fokussiert. Und ich würde tatsächlich mir wünschen, dass man mehr Übersicht hat beim Bauen, dass ich schon mal weiß, ich kann jetzt vorbauen. Das fehlt mir so ein bisschen. Es ist optisch sehr rudimentär. Ich frage mich auch ähnlich wie du, ob das längerfristig Spaß machen kann. Weil bis jetzt ist so, ja, es ist nett und es gibt so einen Kick und so. Aber gibt es da noch mehr, was einen dann fesselt? Also es gab ja auch 2 Modi, die wir nicht spielen konnten. Ja. Und online weiß ich zwar nicht, ob es andere Modi sind. Glaube ich jetzt zwar nicht. Ich glaube, es ist halt dann nur online. Ja. Und zu viert ist es vielleicht auch nochmal anders als zu zweit. Aber jetzt das große Ding. Ja, vielleicht lebt es aber auch für eine Community. Das wird man auch sehen. Damit hier Mappy. Rocket League hat ja jetzt auch keiner vielleicht gedacht am Anfang, dass es durchaus abgeht. Und die kann ich mir vielleicht durchaus auch vorstellen, dass es da irgendwelche Wettbewerbe geben kann, wenn man die Level entsprechend baut, dass sie ähnlich sind. Mhm. Ist interessant zu sehen, weil da ist Skill mit dabei, aber natürlich ist auch viel Glück abhängig von den Teils, die man da bekommt, die man dann legen kann. Müssen wir einfach mal gucken. War auf jeden Fall durchaus spaßig. Ja, auf jeden Fall. Hab das mitbekommen. Can't drive this.